Frage, was willst du mal werden auf dem Schulhof, wird heute ausgetauscht, womit willst du später dein Geld verdienen? Es hat also einen anderen Bezug bekommen. Dieser Begriff Arbeit ist ein Kulturbegriff und dieser Kulturbegriff ist in Gefahr. Wenn wir durch die Medien lernen, erfahren müssen, dass es in entsprechenden Positionen oder mit entsprechenden Vorgängen einfacher ist, ohne Arbeit zu sehr viel Geld zu kommen, dann ist das ein Beispiel unserer Selbstabschaffung. Und wenn der Kulturbegriff Arbeit in Gefahr ist, dann sind wir in Gefahr. Nicht arbeiten lohnt sich. Solche Sprüche kriege ich zu hören. Arbeit wird auch schlechter entlohnt. Ich rede jetzt heute nicht hier über den Mindestlohn, das ist auf dem Marktplatz schon zu Genüge geschehen, wie ich höre. Ich rede darüber, dass verschiedene Branchen und Bereiche ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Arbeitnehmer, oder eigentlich sind das ja besser die Arbeitgeber, die Arbeitsschenker, müsste man sie eigentlich nennen, in Teilzeit schickt, in schlechter bezahlte Arbeit. Das ist auch in unserer Branche so. Auch bei uns sind alle Kollegen des technischen Bereichs in einen Teilzeitvertrag gegangen, das heißt, sie verzichten auf Lohn zugunsten des Erhaltes eines Arbeitsplatzes, damit Arbeit geleistet werden kann, die wir auch in dieser Quantität brauchen, damit wir überhaupt zu Ihnen auf die Bühne kommen können. Anders ist das im Moment hier nicht machbar. Ich habe gestern die Rechnung aufgemacht, dass wenn wir die Zuschauerbegehrlichkeiten erfüllen wollen, brauchen wir mehr Leute. Wir brauchen sie einfach mehr, weil wir einfach einen wunderbaren Zuschauerverbund haben und wir können unsere angebotene Arbeit nicht genug an sie heranbringen, weil uns die Leute fehlen, weil uns die Kräfte fehlen. Und es kommt auch dazu, unsere Kollegen, die in Teilzeit gehen, die werden auch nicht jünger. Irgendwann kann auch ein Körper nach 12 Stunden Arbeit nicht mehr. Und es ist wirklich, und da muss ich meinen Kollegen gedanken, das gehört zur Arbeitskultur seit langer Zeit an diesem Haus, dass man sich gegenseitig bei der Arbeit hilft. Die Kollegen der Technik, den Kollegen der Beleuchtung, die Kollegen den Ton umgekehrt, die Kollegen der Technik und. Sonst könnte ich auch Requisite und solche Bereiche ausnehmen. Und das ist für uns eine so, diese Kollegen machen uns vor, was Arbeitskultur ist und bekommen dafür weniger Geld. So geht das nicht! Was sich im Hintergrund der Sparmaßnahmen auswirkt. Natürlich werden wir nicht Billigkunst verkaufen. Das machen wir nicht. Wir sagen nicht, wir holen uns, was weiß ich, schlechtere Leute, die wir schlechter bezahlen, mit gutem Gewissen können und bieten einfach hier Schlechteres an. Das tun wir nicht. Das gehört nicht zu unserer Ethik, das gehört nicht zu unserem Naturvorgang in unserem Beruf, in der Genesis dieses Berufs. Denn dieser Beruf ist ein Geben wollen. Und dafür einen Empfang zu bekommen von Leuten, die sich nach uns sehnen. Und dieses Austausch, dieser gegenseitige Gefühlsaustausch, das ist unsere beste und sicherste Währung. Dank an euch! Vor einigen Tagen sagte zu mir ein Kollege in der Kantine mal, oder er ließ es so fallen, das Schlimme ist ja, dass es eigentlich egal ist, ob der Saal voll oder leer ist. Unsere Arbeit wird von denjenigen, die die Arbeit in Land und Stadt organisieren, nicht genügend gewürdigt, nicht geschützt. Es ist eigentlich egal. Wir könnten noch ein leeres Haus haben, na gut, dann werden wir irgendwann nicht mehr existieren und keiner hat es gesehen. Wir können aber auch ein volles Haus haben und es kann das Gleiche geschehen vor aller Augen. Und damit ist es ein schmerzhafter Vorgang nicht für uns. Für uns ist er brutal und essentiell. Für Sie ist er schmerzhaft. Für Sie ist er ein Raubzug an dem, was Ihnen zusteht. Denn Sie bezahlen mit Ihren Steuergeldern, ob Sie nun Arbeit haben oder nicht, Steuergelder werden immer verlangt, bezahlen dafür mit. Und dass das Geld an Kunst, Kultur und Bildung verteilt werden muss, das ist auch Ihr Anspruch. Es ist Ihr Geld, was bei uns nicht ankommt, um für Sie zu produzieren.
Die Echos des Farmers Son, also das Echo quasi, kriegen wir jetzt zu spüren in der kommenden Spielzeit. Es wird ein paar Inszenierungen weniger geben. Wir werden sehen, wir wollen allerdings alle Kraft in die Inszenierungen stecken, die wir machen. Ich möchte jetzt auch mal Dank sagen an die Stadt. Jetzt meine ich nicht das Land, nicht verwechseln. Ich meine jetzt die Stadt. Hier sind einige Stadtverordnete heute hier. Einige sind auch Mitglieder des Aufsichtsrates bei uns. Ich weiß, dass der Oberbürgermeister und ein paar Mitarbeiter auch hier sind heute. Und Sie wissen sehr gut aus der jüngeren Vergangenheit, wir waren eher in großer Meinungsverschiedenheit begriffen. Aber der Dialog miteinander hat sich gelohnt und die Stadtverordneten mit ihrem Bürgermeister haben dafür gesorgt, dass wir einige Gelder kompensiert werden innerhalb der Stadt, dass die Stadt also Verantwortung, Grundverantwortung für uns übernimmt. Dafür muss ich heute mal sagen, am Kampftag der Arbeiter und der Arbeit, herzlichen Dank und wir machen weiter so, miteinander. Der Dialog mit den Vertretern des Landes ist nicht zustande gekommen. Der Wahlkampf läuft. Ich weiß, es gibt in verschiedenen Parteien schon Kandidatenaufstellungen für das Amt des Ministerpräsidenten. Ja, und es gibt auch Parteien, die sich da klar zu uns bekennen. Parteien gehen zu viel, ne? Aber natürlich ist es kein Geheimnis, dass die Linken und die Grünen im Moment unglaublich viel im Hintergrund im Land versuchen für uns zu machen. Das sehen wir natürlich und das sehen auch Ihre Wähler. Ich habe vorhin über Dessau gesprochen. Dessau wird eigentlich im Grunde genommen halbiert, was ein halber Körper noch ausrichten kann. Wir wissen es allzu gut aus der Vergangenheit in der Geschichte. Eisleben existiert im Grunde nicht mehr als Theaterstandort. Halle, und dazu stehen wir hier, nicht nur als ihr Ensemble, sondern auch ich, als Vertreter meiner Zunft in der Stadt. Solange es nach uns und mit uns geht, solange die Kollegen haben, in der Stadt und Land den Mut haben, mit uns als streitbare kritische Partner umzugehen, solange werden wir zwar auf den Straßen auch, aber natürlich auch in unserem Theater haben. Wir sagen, eine der gefährlichsten Drohungen, wir gehen nicht weg. Wir bleiben hier!